Hallo und herzlich willkommen zur Sprechstunde Altona. Mein Name ist Nina Burkhardt, ich bin Fachärztin für Hämatologie und Onkologie hier in der Asklepios-Klinik Altona und ärztliche Koordinatorin des Asklepios-Tumorzentrums Hamburg. Und ich möchte heute Abend über die Möglichkeiten der Krebstherapie sprechen und werde versuchen, einen roten Faden zu ziehen von der klassischen Chemotherapie zu den Möglichkeiten der modernen Therapieverfahren. Beginnen möchte ich das Ganze mit einer kurzen Einleitung, nochmal so ein bisschen Grundsätzliches zum Thema Krebs möchte ich erklären, dann möchte ich ein paar Begriffe Ihnen gerne erklären, um dann was zur Chemotherapie zu sagen, zur zielgerichteten Therapie und zur Immuntherapie. Ein paar kurze Worte werde ich zur Hormontherapie sagen und zum Abschluss werde ich über die lokalen Therapiemöglichkeiten sprechen. Beginnen möchte ich mit der Frage, wie kommt es überhaupt zu einer Krebserkrankung? Was passiert da im Körper? Und zwar gibt es verschiedene Faktoren, von denen wir wissen, dass sie eine Krebserkrankung bedingen können. Das sind zum einen zufällige Fehler, die in der Zellteilung oder im Zellzyklus entstehen können. Nun ist es so, dass regelhaft Fehler in der Zellteilung passieren, die aber normalerweise durch körpereigene Reparaturmechanismen erkannt werden und repariert werden, sodass die Zelle als gesunde Zelle sich weiter teilen kann. Es passiert aber immer wieder, dass einfach der Fehler nicht erkannt wird und die Zelle einfach mit dem Fehler sich weiter vermehren kann. Hier ist aber zu wissen, dass ein Fehler in der Zelle nicht direkt eine Krebserkrankung bedingt, sondern dass zu der Entstehung einer Krebserkrankung mehrere Fehler notwendig sind. Weitere Punkte, von denen wir wissen, dass sie eine Krebserkrankung begünstigen, ist eine ungesunde Lebensweise, wie zum Beispiel Übergewicht, ungesunde Ernährung, Alkohol, Nikotin, aber auch Bewegungsmangel. Auch von Krankheitserregern, wie zum Beispiel Viren, wissen wir, dass sie eine Krebserkrankung begünstigen können. Hier zum Beispiel das Hepatitis C-Virus, was einen Leberkrebs bedingt oder begünstigen kann, oder das HPV-Virus, was bei Frauen zum Beispiel eine Gebärmutterhalserkrankung provozieren kann. Zum Weiteren gibt es noch Umwelteinflüsse, die sich auch schädlich auswirken können, wie zum Beispiel Strahlung, Chemikalien oder Asbest. Und es gibt erblich bedingte Erkrankungsveranlagungen, die eine Krebserkrankung begünstigen können oder das Risiko an einer Krebserkrankung zu erkranken erhöhen können. Hier ist wichtig zu wissen, dass nur die Veranlagung vererbt wird und nicht die Erkrankung selbst. Also Leute, die Veranlagungsträger sind, müssen nicht automatisch eine Krebserkrankung bekommen, sondern das Risiko ist einfach höher als bei jemandem, der diese Erkrankung oder diese Veranlagung nicht hat. Und was passiert im Körper, wenn Fehler im Erbgut entstehen? Hier nochmal zu sagen, dass wirklich ein Fehler nicht ausreicht, um das Erbgut so zu verändern, dass es zu einer Krebserkrankung kommt oder die Biologie der Zelle so zu verändern. Es sind wirklich mehrere oder es ist ein Prozess, der einfach abläuft. Es müssen mehrere Fehler einfach sein, damit die Zelle so krank wird, dass sie zur Krebszelle wird. Kranke Zellen zeichnen sich zum einen davon aus, dass sie schneller wachsen als gesunde Zellen und vor allem unkontrollierter wachsen. Dann gibt es in der gesunden Zelle Mechanismen, die einfach irgendwann zum Absterben der Zelle führen, zum normalen Zelltod. Diesen Mechanismus haben Krebszellen häufig umgangen, dass sie einfach dadurch länger leben können und nicht automatisch absterben nach einer gewissen Zeit. Auch können Tumorzellen im Gegensatz zu gesunden Zellen ihren Ursprungsort verlassen. Gesunde Zellen sind am Ort fest gebunden und können dann nicht weg, aber Tumorzellen können den Ort ihres Ursprungs verlassen und können in andere Gewebe abwandern und dort Absiedlungen bilden. Und zum anderen brauchen Tumorzellen, um leben zu können, genauso wie andere Zellen, eine gute Versorgung mit Sauerstoff und Nährstoffen. Dadurch können Tumorzellen bedingen, dass neue Gefäße gebildet werden, damit
der Tumor an sich gut mit Blut und Nährstoffen versorgt wird. Jetzt möchte ich gerne einmal Begriffe erklären zu Zielen und dem Ablauf der Therapie. Ziele, da gibt es einmal den Ansatz der kurativen Therapie, sprich das Ziel der Therapie ist die Heilung der Erkrankung. Und es gibt den palliativen Therapieansatz. In der palliativen Therapieansatz ist das Ziel nicht die Heilung der Erkrankung, sondern die Verbesserung der Lebensqualität des Patienten und vor allem die Verminderung der Beschwerden durch die Tumorerkrankung. Vom Ablauf her kann eine Therapie entweder neoadjuvant aufgebaut sein, sprich man verabreicht eine Krebstherapie und im Intervall erfolgt eine Operation. Das ist so oder dafür da, dass durch die Krebstherapie die Erkrankung schon zurückgedrängt wird und dann durch die Operation wirklich einfach der Tumor entfernt werden kann mit dem Ziel der Heilung der Erkrankung. Und es gibt das Konzept der adjuvanten Therapie, da ist es genau umgekehrt, dass zuerst eine Operation erfolgt, indem der Tumor rausgenommen wird und danach eine Krebstherapie sich anschließt, um mögliche Zellen oder Zellverbände, die im Körper drin geblieben sind oder auch schon einzelne Mikroabsiedlungen wirklich abzutöten und hier auch mit dem Ziel der Heilung der Erkrankung. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, eine Krebstherapie zu gestalten. Das ist zum einen medikamentös mit der Chemotherapie. Die kann man einzeln oder auch in Kombination verabreichen. Dann gibt es die Möglichkeit der zielgerichteten Therapie und der Immuntherapie, wo man wirklich zielgerichtet auf einzelne Merkmale an der Krebszelle gerichtet die Erkrankung behandelt. Es gibt die Möglichkeit der Strahlentherapie, in der man gezielt wirklich Krankheitsorte, Krankheitsgeschehen behandeln kann oder auch großflächigere Bestrahlung sind möglich. Dann gibt es die Möglichkeit der Radiochemotherapie, sprich die Kombination aus Strahlentherapie und Chemotherapie oder auch Immuntherapie. Das kann gleichzeitig geschehen oder getrennt voneinander oder nacheinander geschaltet geschehen. Und die Kombination aus den beiden Dingen, also Strahlentherapie und Chemotherapie, verstärkt gegenseitig die Wirkung der einzelnen Möglichkeiten. Und dann gibt es noch die Möglichkeit der Operation, sprich der Tumorentfernung als vollständige Entfernung oder als Teilentfernung bei sehr großen Tumoren. Ich möchte auch gerne einmal auf die Frage eingehen, wie überhaupt Entscheidungen getroffen werden, wie die jeweilige Tumorart bei dem individuellen Patienten behandelt wird. Es gibt viele Faktoren, die darin einspielen, um diese wirklich individuelle Entscheidung zu treffen. Das ist zum einen, was ist es überhaupt für ein Tumor? Wo kommt er her? Was ist sein Ursprungsorgan? Aber auch, wie ist die Erkrankung ausgebreitet? Ist es ein lokalisiertes Krankheitsstadium, also wirklich auf einen Ort beschränkt? Oder ist es ein ausgebreitetes Krankheitsstadium, was schon Metastasen gebildet hat? Auch sehr wichtig ist die Histologie des Tumors, sprich aus welchem Gewebe kommt diese kranke Zelle? Gibt es biologische Veränderungen in der Zelle oder gibt es genetische Veränderungen in den Zellen, die gezielt angesteuert werden können? Ein wichtiger Punkt ist auch, was ist das überhaupt für ein Patient, um den es geht? Was hat er für einen klinischen Zustand? Ist es ein junger Patient, ein alter Patient? Ist der fit? Ist der weniger fit? Hat er Vorerkrankungen, im Zweifel auch Vorerkrankungen, die wirklich die Therapiemöglichkeiten einschränken? Und dann sollte jeder Patient mit einer onkologischen Diagnose in einer Tumorkonferenz, an einem Tumorboard besprochen werden. Ein Tumorboard muss man sich so vorstellen, das ist eine Versammlung von Spezialisten aus einzelnen Fachabteilungen, wo wirklich die Patienten einzeln besprochen werden mit allen Merkmalen ihrer Krankheit und wo dann wirklich in der Konferenz mit diesen ganzen Spezialisten beschlossen wird, was die bestmögliche Therapie für diesen Patienten ist. Vor allem auch die bestmögliche Standardtherapie und leitliniengerechte Therapie. Und natürlich auch extrem wichtiger Punkt ist, was ist der Wunsch des Patienten oder der Patientin, was möchte der Patient an Therapie, was stellt er sich vor?
Zusammenfassend ist hier zu sagen, dass jede Krebstherapie wirklich eine individuelle Therapieentscheidung ist, die in diesem Moment ist und die aber auch im Verlauf immer wieder überdacht werden muss und im Zweifel auch angepasst werden muss und neu diskutiert werden muss. Jetzt möchte ich gern was zu der Chemotherapie sagen. Auch hier die Frage, was ist Chemotherapie und wie wirkt sie überhaupt? Chemotherapie umfasst die Gruppe der Medikamente, die Zytostatika heißen. In dieser Gruppe gibt es über 50 Medikamente, die in verschiedenen Untergruppen unterteilt sind. Und diese Untergruppen beschreiben einfach die Wirkung, also auf welche Art und Weise diese Medikamente wirken. Vom Ding her haben die alle eine sehr ähnliche oder ein sehr ähnliches Ziel ihrer Wirkung, nämlich das Ziel ist, dass sie im Zellzyklus der Zelle wirken oder an der Krebszelle wirken und dadurch verhindern, dass die Krebszelle sich weiter teilt und abstirbt, abgebaut wird. Zytostatika wirken vor allem an schnell teilenden Zellen und das sind Tumorzellen, aber es gibt auch gesunde Zellen, die schnell teilende Zellen sind. Und auf die haben Zytostatika auch eine Wirkung, einfach durch die Schnelligkeit des Stoffwechsels. Und das bedingt auch die klassischen Nebenwirkungen einer Chemotherapie. Es gibt aber auch gesunde Zellen mit einer langsamen Zellteilung, die davon nicht betroffen werden, von der Wirkung der Zytostatika. Und wenn man jetzt eine Erkrankung hat und diese ganzen Medikamente hat, gibt es in diesen Gruppen nochmal Medikamente, die wirklich unterschiedlich in diesen Erkrankungen wirken. Also es gibt Medikamente, die in einer Erkrankung sehr gut wirken und bei der anderen Erkrankung wenig bis gar keine Wirkung haben. Und hier gibt es verschiedenste Protokolle zu einzelnen Medikamenten, aber auch zu Kombinationen von Medikamenten, wo man wirklich für die Erkrankung weiß, welche Medikamente bei welcher Erkrankung eingesetzt werden können, welche sinnvoll sind und welche wirklich da die beste und optimale Wirkung bringen. Zytostatika kann man einzeln einsetzen oder man kann sie auch kombinieren. Wenn man sie kombiniert, nimmt man Medikamente aus verschiedenen Gruppen, damit man einfach da eine breite Wirkung hat und wirklich das bestmögliche Therapieergebnis erreichen kann. Und man kann Zytostatika auch mit weiteren Medikamenten oder mit anderen Medikamenten kombinieren, wie zum Beispiel mit zielgerichteten Medikamenten oder mit Immuntherapeutikern. Auch eine Kombination mit Strahlentherapie ist möglich, aber hier auch wieder ist es immer abhängig vom Patienten und von der Erkrankung. Nicht jede Erkrankung wird gleich behandelt und auch nicht jeder Patient, auch wenn er die gleiche Erkrankung hat auf dem Papier, wird gleich behandelt wie der andere. Also immer wieder hier auch das individuelle Therapiekonzept und für jeden werden diese Dinge individuell zusammengesetzt und kombiniert. Bei den Medikamenten haben wir Standardprotokolle, die wir benutzen, die im Zweifel, je nach Patient, dass es ist, in der Dosis abgeschwächt werden können oder verändert werden müssen, wenn der Patient es einfach nicht zumutbar ist, ihm die Therapie zu geben. Aber man hält sich an Leitlinien, die bestehen, um die Erkrankung zu handeln und passt dann im Zweifel die Therapie individuell an den Patienten an, um den es sich gerade handelt. Kommen wir zu möglichen Nebenwirkungen einer Chemotherapie. Ich habe eben schon mal gesagt, dass es auch gesunde Zellen gibt, die einen schnellen Stoffwechsel haben, schnell teilende Zellen sind. Und die bedingen auch die klassischen Nebenwirkungen einer Chemotherapie. Das sind zum einen die gastrointestinalen Nebenwirkungen, also die Nebenwirkungen im Magen-Darm-Trakt. Das kann Übelkeit, Erbrechen, Durchfall sein und ein Schleimhautschaden, sprich die Schleimhaut vom Mund bis zum Po, kann angegriffen werden durch Chemotherapie und einfach sich dadurch entzünden. Dann sind auch die Zellen im Knochenmark, also in der Blutherstellung, schnell teilende Zellen. Und auch die werden beeinflusst durch die Chemotherapiemedikamente, durch die Zytostatika. Und hier kommt es zu einer kleinen Produktionslücke, was sich im Blutbild der Patienten zeigt, wo es einfach einen Abfall der Blutzellen gibt. Das sind zum einen die weißen Blutkörperchen, die bedingen, dass die Patienten
infektanfälliger werden. Das sind die Blutplättchen, die bedingen, dass die Patienten eine Blutungsneigung haben und zum Beispiel große Blutergüsse entwickeln können bei nur kleinem Anstoßen am Tisch zum Beispiel. Und das ist das niedriger Werden der roten Blutkörperchen, was eine Blutarmut bedingen kann, eine Anämie. Dann gibt es weitere Nebenwirkungen, wie zum Beispiel dermatologische Nebenwirkungen, also zum Beispiel Nebenwirkungen an der Haut. Es kann sein, dass es ein Hautausschlag ist. Es kann aber auch sein, dass die Haut sehr trocken wird und lichtempfindlich wird. Und die Nägel können sich verändern, die Finger und die Fußnägel. Dann gibt es die Nebenwirkung der Polyneuropathie, die einige Zytostatika machen können. Polyneuropathie ist, wenn die Nervenenden an Händen und Fingern angegriffen werden durch diese Medikamente. Das macht dann so ein Taubheitsgefühl, ein Kribbeln, kann Schmerzen machen. Die Patienten haben häufig eine ausgeprägte Kälteempfindlichkeit. Dann fallen die Haare meist aus unter einer Chemotherapie, bei manchen Medikamenten mehr, bei manchen weniger, aber ein bisschen Haare fallen in der Regel immer aus. Und dann gibt es das Nebenwirkungsbild der Fatigue. Fatigue ist so die Schwäche, die Ermüdung unter der Chemotherapie. Die kann direkt unter der Therapie passieren. Es kann aber auch ein Prozess sein, der erst später eintritt, dass einfach die Leute müde und erschöpft sind durch alles, was da gerade so passiert. Kommen wir zur zielgerichteten Therapie. Zielgerichtete Therapie oder zielgerichtete Medikamente, auch Targeted Therapies, sind Medikamente, die wirklich gegen spezielle Merkmale auf der Krebszelle gerichtet sind, also meist auf der Oberfläche der Zelle gerichtet sind, und die arbeiten direkt dann an diesen Merkmalen, diese Medikamente, und hemmen dadurch, dass die Erkrankung weiter fortschreiten kann. Ansatzpunkte dieser Medikamente sind zum einen Botenstoffe, Rezeptoren an den Zellen und vor allem die Signalweiterleitung in der Zelle. Und das wichtig ist zu wissen, ob bei dem einzelnen Patienten solche speziellen Merkmale an den Krebszellen vorliegen, sind spezielle Untersuchungen notwendig. Diese Untersuchungen werden an der Tumorprobe gemacht, also an der Probe, die entweder rausoperiert wurde oder durch eine Biopsie gewonnen wurde. Die schaut sich der Pathologe nochmal an und macht da spezielle Untersuchungen dran. Das sind zum einen einfache Untersuchungsmethoden, wie dass er sich unter dem Mikroskop anguckt, aber auch sehr komplizierte und komplexe molekularbiologische Untersuchungen. Und diese verschiedenen Untersuchungsmethoden bedingen auch, dass die Ergebnisse dieser Untersuchung teilweise ganz schön lange auf sich warten lassen können. Also einfache Ergebnisse sind binnen weniger Tage fertig und die komplexeren Untersuchungsmethoden können wirklich bis zu 2-3 Wochen brauchen, bis die Ergebnisse vorliegen und wir die mit dem Patienten besprechen können. Diese Untersuchungen sind aber wichtig, weil zielgerichtete Therapien nur bei wirklich Vorliegen dieser speziellen Merkmale oder molekularen Veränderungen wirklich sinnvoll sind, gegeben zu werden. Weil wenn diese Merkmale nicht vorliegen, bringen diese Medikamente auch keinen Vorteil. Hier möchte ich kurz was zum Wirkstoff und Wirkprinzip dieser Medikamente sagen. Also Wirkstoffe sind zum einen Antikörper, und Antikörper wirken auf der Zelloberfläche von den Zellen mit diesen speziellen Merkmalen und binden an den Rezeptor und verhindern dadurch, dass der Botenstoff binden kann und sein Signal schicken kann. Also durch die Bindung vom Antikörper kann halt hier nicht das falsche Signal gesendet werden und der Zellkern bekommt dementsprechend nicht eine Aufgabe, die er umsetzen soll. Eine weitere Wirkstoffart sind kleine Moleküle, und kleine Moleküle wirken anders als der Antikörper, nicht auf der Zelle, sondern die können über die Zellhülle drüber gehen und wirken in der Zelle und verhindern in der Zelle, dass die Informationen hierüber weitergeleitet werden. Also die blockieren quasi in der Zelle den Signalweg, damit auch hier keine Informationen an den Zellkern weitergereicht werden können. Die Wirkprinzipien dieser zielgerichteten Therapien sind zum einen, dass Wachstumssignale unterdrückt werden, entweder durch Antikörperbindung hier oben oder hier unten.
zum anderen aber auch das Aushungern des Tumors, sprich, dass man die Botenstoffbindung blockiert bei den Zellen, die dafür verantwortlich sind, dass neue Gefäße gebildet werden und dadurch der Tumor nicht mehr gut an das Gefäßsystem oder dass die Gefäße einfach nicht gut sind am Tumor und dadurch nicht genügend Nährstoffversorgung und Sauerstoffversorgung im Tumor einfach vorhanden ist und er dadurch einfach verhungert. Weitere Medikamente sorgen dafür, dass Reparaturmechanismen in der Krebszelle ausgeschaltet werden und dadurch die Zelle den normalen Zelltod sterben wird. Und andere Antikörper binden an den Rezeptor und markieren die Zelle somit, dass das Immunsystem diese Zellen wieder als kranke Zellen erkennt und dadurch umbringen kann. Kommen wir kurz zu den möglichen Nebenwirkungen einer zielgerichteten Therapie. Diese Nebenwirkungen basieren auch einfach auf der Wirkung dieser Medikamente. Zielgerichtete Therapien werden als Infusion verabreicht und können unter der Gabe der Infusion allergische Reaktionen ausrufen. Allergische Reaktionen sind sowas wie Fieber, Schüttelfrost, ein Hautausschlag, Juckreiz, aber auch Atemnot oder Blutdruckanstieg, Blutdruckabfall. Von daher werden gerade bei den ersten Malen, dass diese Medikamente gegeben werden, die Patienten eng überwacht, dass man einfach guckt, werden die Medikamente gut vertragen oder gibt es irgendwelche Probleme. Weiter können die Medikamente Nebenwirkungen an der Haut machen. Das kann zum einen ein Hautausschlag sein mit einer Rötung. Es kann aber auch wirklich ein richtig akneartiger Hautausschlag sein, der auch jucken kann und sehr unangenehm ist. Es kann ein sogenanntes Hand-Fuß-Syndrom auftauchen. Das sind Rötungen und schmerzhafte Veränderungen von Händen und Füßen, die auch richtig blasenbildend sein kann. Dann kann es zum anderen zu Blutdruckerhöhungen kommen. Die Medikamente können aber auch Wundheilungsstörungen bedingen. Es kann die Herzleistung vermindern und auch das Lungengewebe kann verändert werden. Jetzt möchte ich kurz was zur Immuntherapie sagen. Und um da gut was zu sagen zu können, würde ich ganz kurz was zu unserem Immunsystem sagen wollen, damit man das einfach gut verstehen kann. Unser Immunsystem ist ein komplexes System, das dazu da ist, Krankheitserreger zu erkennen und abzutöten. Krankheitserreger sind vor allem Viren, Bakterien und Pilze. Und das Immunsystem ist ein Zusammenspiel aus Zellen, die im Blut sind und Zellen, die in anderen immunaktiven Organen einfach zu Hause sind und dann dazukommen zur Immunabwehr. Und nicht nur körperfremde Zellen wie Krankheitserreger können erkannt werden, sondern auch Krebszellen können vom Immunsystem als krank erkannt werden und zerstört werden. Jedoch haben Krebszellen häufig in ihrer Entwicklung, entwickeln die auch komplexe Mechanismen, dass eben genau das umgangen wird. Also die entwickeln Dinge, dass sie dem Immunsystem entgehen können und nicht vom Immunsystem erkannt werden und bekämpft werden. Das ist zum Beispiel, dass sie imitieren, dass sie eine gesunde Zelle sind oder dass sie sich vom Immunsystem verstecken, indem sie irgendwelche Barrieren aufbauen oder sie hemmen einfach die Aktivität des Immunsystems. Und genau in dieser Hemmung des Immunsystems greift die Immunonkologie ein, die sich die normale Funktionalität des Immunsystems zu nutzen macht, um einfach wieder aktiver zu werden, um gegen Krebszellen vorzugehen und diese wirklich zu bekämpfen und zu zerstören. Und diese immunonkologischen Medikamente oder sind Immuncheckpoint-Inhibitoren. Immuncheckpoints sind auf der Oberfläche von normalen, gesunden, speziellen Abwehrzellen zu finden und die sind dafür da, das Immunsystem zu regulieren und im Zweifel auch auszubremsen, damit das Immunsystem nicht überreagiert und im Zweifel auch gesunde Zellen angegriffen werden dadurch. Also diese Immuncheckpoints wirken als natürliche Bremse des Immunsystems und Tumorzellen haben die Möglichkeit,
diese Immuncheckpoints zu blockieren, sprich an diesen Immuncheckpoints anzudocken und dadurch die abwehraktive Zelle zu hemmen und zu blockieren, dass einfach die Immunantwort vermindert wird und dadurch einfach die Zellen nicht so aktiv gegen die Krebszellen vorgehen, wie sie das eigentlich tun sollten. Hier gibt es jetzt Medikamente, die Immuncheckpoint-Inhibitoren, die genau an dieser Stelle angreifen und die blockieren genau nämlich diese Verbindungsstelle, diesen Immuncheckpoint und führen dazu, dass die Zelle einfach wieder aktiver wird, dass sie nicht gehemmt ist oder nicht runterreguliert ist in ihrer Wirkung, sondern dass sie einfach wieder aktiver wird. Und dadurch kommt es zu einer aktiven Immunantwort vom Immunsystem oder zu einer aktiven Antwort des Immunsystems. Und diese Immunzellen können die Krebszellen wieder als kranke Zellen erkennen und bekämpfen. Diese Aktivierung führt verstärkt vor allem zur Bekämpfung der Krebszellen, kann aber auch in der überschießenden Immunreaktion dazu führen, dass körpereigene Zellen dadurch angegriffen werden, was Autoimmunphänomene auslösen kann, was auch gleichzeitig die Nebenwirkung einer Behandlung mit diesen Medikamenten ist. Und zwar Nebenwirkungen mit Immuncheckpoint-Inhibitoren sind vor allem autoimmuner Natur. Das können schwache Reaktionen sein, es können aber auch starke Reaktionen sein. Und Autoimmunreaktionen in diesem Fall sind meist so Entzündungsreaktionen, die nahezu an allen Organen auftreten können. Es kann an der Haut sein, es kann aber auch im Magen-Darm-Trakt sein, dass die Patienten Durchfälle bekommen oder starke Bauchkrämpfe. Die Lunge kann betroffen sein, es kann eine Art Lungenentzündung dadurch provoziert werden oder ausgelöst werden. Die Leber kann entzündet werden und es kann zu einer Hepatitis kommen, aber auch hormonbildende Drüsen können angegriffen werden und können den Hormonhaushalt stark durcheinander bringen. Von daher werden regelhaft in der Therapie mit diesen Medikamenten wirklich auch die Hormone im Blut kontrolliert, dass man einfach die Kontrolle hat, dass die Hormone im Gleichgewicht sind. Und die Patienten werden natürlich wie bei den anderen Therapien auch regelhaft angeguckt. Mal hier ist es wirklich wichtig, dass wenn der Patient merkt, dass sich irgendwas verändert, dass er irgendwie Bauchschmerzen bekommt, Durchfälle bekommt, wirklich frühzeitig Bescheid sagt, dass man einfach handeln kann und dass man gegensteuern kann. Und dann gibt es noch weitere Möglichkeiten, auf das Immunsystem einzuwirken. Das sind zum einen Impfungen, das sind zum einen die klassischen Impfungen, die wir alle kennen. Der gesunde Patient wird geimpft zum Schutz, dass eine Krankheit nicht ausbricht. Und das gibt es auch mit Impfungen gegen krebserregende Viren, zum Beispiel mit der HPV-Impfung bei den jungen Mädchen zum Schutz vor einer Gebärmutterhalskrebserkrankung. Im Gegensatz zu den klassischen Impfungen gibt es auch noch therapeutische Impfungen. Das sind Impfungen, wo individuell vom Patienten aus dem Tumor wirklich Material aufgearbeitet wird, das dann verimpft wird, um dem Immunsystem damit zu zeigen nochmal oder das Immunsystem nochmal lernt, was ist krank und was ist gesund. Das ist wirklich die kranken Zellen, die ihm dann präsentiert werden, als krank erkennt und die bekämpfen kann. Diese therapeutischen Impfungen sind im Moment in Europa nur in Studien verfügbar und noch nicht so im alltäglichen Gebrauch zugelassen. Weitere Möglichkeiten sind die allogene Stammzelltransplantation, ein Therapieverfahren, was vor allem für Patienten mit Blutkrebs oder Lymphdrüsenkrebs im Einsatz ist, bei denen Patienten mit diesen Erkrankungen quasi ein neues Immunsystem übertragen wird durch die Transplantation, was dann die Krebserkrankung auch wieder als fremd erkennen soll und bekämpfen soll. Im Vorfeld werden da starke Chemotherapien verabreicht, damit das eigene Immunsystem so weit runtergefahren ist, damit das neue Immunsystem arbeiten kann. Und ein weiterer Punkt ist die CAR-T-Zelltherapie, auch bei diesen Erkrankungen wie die allogene Stammzelltransplantation wird das im Moment durchgeführt, auch bei diesen hämatologischen Erkrankungen. Und hier werden auch patienteneigene Zellen, also von Patientenzellen entnommen, die werden im Labor wird
das gekoppelt mit einem, ja, mit einem Antigen und wird dann dem Patienten zurückübertragen. Und dieser Komplex der Immunzelle plus dieses Antigens bedingt dann, dass einfach da wieder eine stärkere Aktivität da ist und der Tumor oder die Leukämie einfach bekämpft wird und direkt gar ausgemacht werden soll. Ich möchte noch kurz was zur Hormontherapie sagen. Hormontherapie wird eingesetzt bei Erkrankungen, die Hormonrezeptoren auf ihrer Oberfläche tragen, also die sensibel sind für körpereigene Hormone. Das sind vor allem Brustkrebserkrankungen und Erkrankungen, also Prostatakrebs. Und bei diesen Erkrankungen ist es so, dass das Tumorwachstum bedingt ist durch die eigenen körpereigenen Hormone, durch die Geschlechtshormone. Und das ist auch direkt der Ansatz, wie diese Therapie ausgerichtet ist. Also es ist eher eine Antihormontherapie. Und diese Antihormontherapie bedingt, oder das Ziel ist, dass die körpereigene Hormonproduktion vermindert wird und dadurch das Tumorwachstum einfach nicht mehr gegeben ist und vor allem auch die Ausbreitung der Tumorerkrankung verhindert werden soll. Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zum einen gibt es die operative Entfernung dieser geschlechtshormonbildenden Organe. Man kann die auch bestrahlen. Und es gibt die medikamentöse Therapie, sprich die medikamentöse Verminderung der eigenen Hormonproduktion und aber auch das gezielte Blockieren dieser Hormone über den Rezeptor, dass es einfach da nicht wirken kann. Mögliche Nebenwirkungen dieser Antihormontherapie oder Endokrintherapie sind bei Frauen vor allem Wechseljahrsbeschwerden, aber auch Knochen- und Muskelschmerzen, die teilweise ganz ausgeprägt sein können. Die Frauen sind häufig müde, können einen Hautausschlag entwickeln. Und bei den Männern ist es eher das Problem, dass es zu einem Muskelabbau kommt und auch zu einer Gewichtszunahme. Und auch bei den Männern kann es zu einer Veränderung der Knochendichte und vor allem zu einer Verringerung der Knochendichte kommen. Und ein großes Problem bei den Männern ist häufig die Abnahme der Libido. Zum Abschluss möchte ich noch kurz was zu lokalen Therapieverfahren sagen, um einfach den Bogen einmal rundzuspannen, damit man versteht, welche Möglichkeiten da sind, wirklich eine Therapie optimal zusammenzusetzen und wirklich individuell zu gestalten. Also an den lokalen Therapieverfahren gibt es zum einen die Strahlentherapie, die mittlerweile wirklich punktgenau kleine Herde bestrahlen kann. Auch eine Bestrahlung größerer Körperregionen ist natürlich möglich. Dann gibt es die Möglichkeit der Operation und der chirurgischen Tumorentfernung. Hier kann der Tumor in Gänze entfernt werden oder verkleinert werden. Und dann gibt es die Möglichkeit der HIPEC. HIPEC ist, wenn es Patienten gibt, die ein ausgedehntes Tumorgeschehen im Bauchraum haben, im Bauchfell, kann von dem Chirurgen während der Operation warme Chemotherapie auf das Bauchfell aufgebracht werden, das dafür eine kurze Zeit verbleibt und dann wieder rausgesaugt wird. Und das führt dazu, dass die Zellen, die da an Ort und Stelle sind, einfach abgetötet werden sollen. Dann gibt es noch weitere interventionelle Therapieverfahren, also minimalinvasive Therapieverfahren. Das eine ist eine Chemoablation, die sogenannte Tarze. Das wird gemacht, indem mittels einem kleinen Katheter über die Gefäße in die Leber des Patienten gegangen wird. Das ist ein Verfahren, was nur für die Leber da ist, für lebereigene Tumore oder für Metastasen in der Leber. Und dann in der Leber direkt zu dem Tumor hingeht und in dem Tumor oder dann in dem Bereich wird hochdosierte Chemotherapie abgegeben und das führt dazu, dass der Tumor einfach verklumpt und dadurch einfach abstirbt. Dann gibt es die Möglichkeit der Thermoablation, das ist quasi mit Hitze
Tumore verkorkt werden. Das ist auch an anderen Stellen möglich, nicht nur wie die Tate im Bereich der Leber, sondern ist auch an der Schilddrüse oder an der Prostata oder im Bereich der Gebärmutter möglich. Und dann gibt es noch die Möglichkeit der der Radioablation, der sogenannten SIRT, auch für Tumore der Leber oder Metastasen in der Leber. Vom Vorgehen ähnlich wie die Tate, das mit einem Katheter über die Gefäße zum Ort des Geschehens, zum Ort des Tumors oder der Metastase hingegangen wird. Und dann werden hier so kleine radioaktive Kügelchen ausgebreitet, die oder hingespült, die den Tumor dann an Ort und Stelle auch zerstören. Diese radioaktiven Substanzen wirken wirklich, haben nur einen kleinen Wirkungsraum, wirken nur im Bereich des Tumors und machen den kaputt und lassen das gesunde Lebergewebe in Ruhe. So, jetzt ist Zeit für Ihre Fragen und für die stehe ich gerne bereit. Schreiben Sie sie in den Chat und ich werde sie beantworten. Es sind noch keine Fragen da. Wir warten noch einen kleinen Moment. Bestimmt die eine oder andere Frage noch kommen. So, hier kommt eine Frage über den Chat, die fragt, wie die Prognosen dieser Erkrankungen sind, ob die mittlerweile besser sind oder immer noch kritisch sind. Das kommt tatsächlich auf die jeweilige Erkrankung an und auf die Ausbreitung der Erkrankung. Es gibt Erkrankungen, die sich besser behandeln lassen als andere. Auch das hängt so ein bisschen mit der Sensibilität der Erkrankung oder des Gewebes auf die Chemotherapie zusammen oder auch oft mit der Möglichkeit, was ich sagte, mit diesen neueren Medikamenten, mit der zielgerichteten Therapie oder Immuntherapie, gibt es da Ansatzpunkte. Genau, es hängt wirklich damit zusammen, auch wie die Erkrankung ausgebreitet ist. Ist es ein lokales Geschehen oder ist es ein weit ausgebreitetes Geschehen? Es ist tatsächlich von Erkrankung zu Erkrankung unterschiedlich und auch da nochmal unterschiedlich, um was für einen Patient spricht man, was ist es für ein Patient, was sind es für Voraussetzungen, die man rein therapiert, junger Patient, älterer Patient, gibt es Vorerkrankungen, das kann man so tatsächlich allgemein nicht sagen, das ist wirklich individuell, dass man diese Frage betrachten muss und sagen muss, wie ist die Prognose für den einzelnen Patienten mit dieser Erkrankung. Was gibt es für Möglichkeiten, dass man sie behandelt? Genau, wie sehen die Optionen einfach aus? Sehr gerne. Gibt es weitere Fragen aus dem Chat? Wir warten noch einen kleinen Moment, ob noch irgendwelche Fragen kommen, aber ich bedanke mich an dieser Stelle schon mal herzlich bei Ihnen für die Teilnahme an der heutigen Sprechstunde Altona. Und sage vielen Dank für Ihre Teilnahme.